ganz herzlichst willkommen. Jede von euch und jeder von euch. Komm mal, meine liebe Bea. Wir begrüßen euch nämlich zusammen im Namen von Starfire Mantikolisch Davos. Das ist eben meine gewählte Bea-Frau. Bea Ender. Und das bin ich, Ladina Priya Kinchi. Und es ist unser sechstes Bewusstseinssymposium zum Titel. Wie heißt der Titel? Altes Wissen in neuer Zeit. He? Und 19 Jahre Starfire Mountain College. Ich finde, da können wir uns schon auf die Schulter klopfen, oder? Ah! Danke, aber auch du darfst dir auf die Schulter klopfen, oder? Unbedingt. He? Danke vielmals, dass du kommst hier an unser Symposium. Danke vielmals für alles Gute, was du schon gemacht hast auf dieser Welt. Danke vielmals für alles Gute, was du noch wirst machen. Danke vielmals, dass du jetzt inkarniert hast. In dieser Zeit, wo es nicht so einfach ist, oder? Wer hat eine herausfordernde Zeit? Wer hat ein bisschen eine herausfordernde Zeit? Ich sehe gerade Bianca und Jens. Ich war nämlich bei Ihnen am Online-Kongress. Das war ganz spannend. Das ist jetzt der neueste Runner. Also ich spreche ein bisschen Hochdeutsch und zwischen Ihnen ein bisschen Schweizerdeutsch, damit ihr mich alle versteht. Gell? Ja. Viele halten auf, es ist nicht so einfach, dieses 2012, der Wandel. Und wenn ich dann mal wieder so ein bisschen eine schwierige Zeit habe, dann kommt es mir wieder in den Sinn. Aha, 25 Jahre Läuterung, das geht nicht von heute auf morgen, oder? Das geht nicht so schnell. Ich bin eben ein bisschen ungeduldig. Ihr auch. Gut, lasst uns begrüßen unsere Referentinnen. Ingrid Valier in der Nähe aus Stuttgart. Gilles Ducomont aus Rüeggisberg, Schweizerland. Armin Riesi, wo ist er recht? Aus Zürich, den kennt ihr schon. Daniela Ruppus, Davos. Bea Ender aus Davos. Stefan Walser aus Davos. Ah, das tönt gut, oder? Genau, dann möchte ich ganz herzlich begrüßen. Wo ist der Andrea? Steh mal auf, bist du gut. Andrea Brüesch, unser ganz großzügiger Sponsor. Danke vielmals. Ohne deine Großzügigkeit und deine Liebe und deine stete Unterstützung wäre es nämlich nicht möglich, das Symposium. Das ist ganz wichtig. Ganz herzliche Grüße von Florian Rahmann, auch ein ganz großzügiger Sponsor. Er wäre gerne hier, kann aber nicht hier sein. Ich war mit seinen Buben beim Friedenspfahl am Dienstag und dann haben die Buben gesagt, sag allen liebe Grüße und macht's gut. Und das nächste Jahr kommen wir dann wieder. Letztes Jahr hatten wir nämlich Kinder hier mit dabei. Die Gebrüder Stiftung Mäuli, danke vielmals für Sponsoring. Dann der Roland Zier und die Kantonalbank. Sie haben gesagt, müssen Sie nicht erwähnen. Aber jedes Jahr ein kleiner, feiner Beitrag, das zählt auch, ist wichtig. Gell? Danke vielmals. Wo ist unsere Corinne? Unsere Fotografin und sie hat auch all die wundervollen Interviews gemacht. Danke vielmals. Beni Garrido und Maria an der Kamera. Danke vielmals. Unser Thema, altes Wissen in neuer Zeit. Als ich das Thema wusste, dachte ich, es gibt nur einen Weg. Wir müssen zurück in unser Herz, oder? Wir müssen zurück zu dem, wer wir wirklich sind. Was wir wirklich sind. Warum wir wirklich da sind. Und in unser Herz, in unsere Heimat, in unsere Stille, in unsere Mitte. Und wir können ganz viel lernen von den alten Völkern oder von den Primitiven, die wir nennen. Und jeder von uns, jede Referentin, jeder Referent hat einen anderen Zugang zum alten Wissen. Mit mir macht er es natürlich ein bisschen über den Körper. Und ihr werdet von der Kundalini Shakti
Der Dalai Lama hat gesagt, das ist eines meiner Vorbilder, wir brauchen nicht noch mehr erfolgreiche Menschen. Wir brauchen Friedensstifterinnen, Friedensstifter. Wir brauchen Geschichtenerzähler. Wir brauchen Restauratoren. Wir brauchen Heilerinnen und Heiler. Und wir brauchen alle Formen von liebenden Menschen. Schönes Zitat, oder? Sein Appell an die Menschheit. Und das stimmt. Und so eine und so einer bist du, sonst wärst du nicht hier.